Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisungen verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung. Weiters teile ich mit, dass der 13. Bericht des Unvereinbarkeitsausschusses an die Mitglieder des Nationalrates verteilt wurde. Vor Eingang in die Tagesordnung teile ich mit, dass der Herr Abgeordnete Klubobmann Dr. Strolz beantragt hat, dem Unterrichtsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag der Abgeordneten Dr. Strolz, Dr. Walser, Kolleginnen und Kollegen betreffend Bekenntnis zum Rückzug der Parteipolitik aus der Schulverwaltung 1445 AE eine Frist bis zum 20. Juni 2017 zu setzen. Ferner liegt das von 5 Abgeordneten gemäß § 43 Absatz 3 der Geschäftsordnung gestellte Verlangen vor, eine kurze Debatte über diesen Fristsetzungsantrag durchzuführen. Diese kurze Debatte wird nach Erledigung der Tagesordnung jedoch spätestens um 15 Uhr stattfinden. Die Abstimmung über den Fristsetzungsantrag wird nach Schluss dieser Debatte erfolgen. Weiters teile ich mit, dass der Herr Abgeordnete Steinbichler beantragt hat, dem Geschäftsordnungsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 1960a betreffend Änderung des Geschäftsordnungsgesetzes des Nationalrats, Öffentlichkeit von parlamentarischen Ausschüssen, eine Frist bis 24. Juni zu setzen. Und ferner liegt auch da ein von 5 Abgeordneten gemäß § 43 Absatz 3 der Geschäftsordnung gestelltes Verlangen vor, eine kurze Debatte über diesen Fristsetzungsantrag durchzuführen. Diese kurze Debatte wird im Anschluss an die Debatte über den Fristsetzungsantrag des Klubobmann Strolz stattfinden. Die Abstimmung über den Fristsetzungsantrag wird nach Schluss der Debatte erfolgen. Außerdem teile ich vor Eingang in die Tagesordnung mit, dass 59 Fristsetzungsanträge ohne Debattenverlangen von Abgeordneten des Freiheitlichen Clubs eingelangt sind, die jeweils eine Frist zur Berichterstattung bis zum 27. Juni 2017 vorsehen. Hinsichtlich des Wortlautes der Anträge verweise ich auf die Kopien der Fristsetzungsanträge, die im Saal verteilt werden. Die genannten Fristsetzungsanträge werden gemäß der Geschäftsordnung nach Beendigung der Verhandlungen in dieser Sitzung einzeln geordnet nach Ausschüssen in der Reihenfolge ihrer Beantragung zur Abstimmung gebracht werden. Es ist vorgeschlagen, die Debatte über die Punkte 9 bis 11 der Tagesordnung zusammenzufassen. Wird dagegen ein Einwand erhoben? Das ist nicht der Fall. Wir gehen in die Tagesordnung ein. Zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz wurde Konsens über die Dauer der Debatten erzielt. Demgemäß wurde eine Tagesblockzeit von 6 Wiener Stunden vereinbart, sodass sich folgende Redezeiten ergeben. SPÖ und ÖVP je 81, FPÖ 75, Grüne 63 sowie Neos und Stronach je 33 Minuten. Gemäß § 57 Absatz 7 der Geschäftsordnung beträgt die Redezeit für die gesamte Tagesordnung von jenen Abgeordneten, die keinem Club angehören, je 17 Minuten. Darüber hinaus wird deren Redezeit auf 5 Minuten je Debatte beschränkt. Wir kommen sogleich zur Abstimmung über die dargelegten Redezeiten und ich ersuche Sie um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig so angenommen.